Hi, ich bin die Annika und ich nehme euch heute mit auf die Hoflohmärkte hier im Glockenbachviertel. Die Hoflohmärkte gibt es in München schon länger und das Besondere ist, dass ihr eure Viertel ganz neu entdecken könnt. Die Leute, die hier verkaufen, verkaufen nämlich direkt aus den Hinterhöfen und Eingängen raus. Man braucht sich nur online einen Lageplan runterladen, so sieht ihr aus und schon könnt ihr schauen, wo es hier Schätze zu finden gibt. Die Hoflohmärkte im Glockenbachviertel sollen die Hoflohmärkte sein, die am liebevollsten gestaltet sind. Ich bin sehr gespannt, ob ich hier heute was Cooles finde. Kommt einfach mit, hier ist auch schon der erste Stand, sehe ich gerade. Gucken wir mal, ob es da was Interessantes gibt. Hallo. Hallo. Hi. Du bist Standbesitzer hier? Ja, stolzer Standbesitzer. Und du machst das zum ersten Mal oder schon öfter? Ich persönlich mache es zum ersten Mal. Also meine Freundin hat es schon öfters gemacht. Aber für mich ist es Premiere praktisch. Und es läuft gut? Ja, es sind ganz viele nette Leute. Schauen sich alle das Zeug an und es sind auch schöne Sachen da. Und hier so ein Kerzenständer oder Filze, Untersetzer oder was ganz Antikes. Ja. Kennen die Leute heute gar nicht mehr, ein Schreibset. Wow. Okay. Richtig alt. Ja. Was möchtest du denn für den Kerzenständer? Ja, da hast du das beste Stück ausgesucht. Dann würde ich mal sagen, so 5 Euro. Okay. Ist das okay? Ja, das ist okay. Ja? Das ist super. Super. Dann machen wir das. So, ja. Das edle Stück. Schön. Ich danke dir. Viel Spaß damit. Danke. Wenn ihr jetzt auch Lust bekommen habt auf die Hoflohmärkte, dann schaut doch einfach mal auf der Website hoflohmärkte.de und wenn ihr in Zeit noch Lust habt, könnt ihr hier im Glockenbachviertel noch in den umliegenden Bars direkt auf eure neuen Schätze anstoßen. Viel Spaß beim Stöbern.